Auswirkung der leistungsorientierten Zucht bei Nutztieren beschäftigen sollte. Daher wurde im Januar 2019 die Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Qualzucht beim Nutztier konstituiert, die sich ebenfalls aus Vertretern der fünf tierärztlichen Verbände BTK, EPT, EBT, DVG und TVT zusammensetzt. Die AG wurde inzwischen auf Wunsch der Mitglieder im Tierschutz in der Nutztierzucht umbenannt. Von Anfang an war klar, dass die AG keine leichte Aufgabe hat. Das bestätigte sich dann auch, als sie ihren ersten Entwurf einer Ausarbeitung zu zuchtbedingten Krankheitsrisiken bei Milchkühen vorstellte. Klar ist, die Fragestellung ist komplex und einfache Antworten verbieten sich. So offensichtlich wie bei den brachiozephalen Hunden ist es eben nicht. Und auch bei dieser scheinbar so einfachen Zusammenhängen, das wissen wir, wird mit harten Bandagen gekämpft. Unser Ansatz ist und sollte es sein, uns der Fragestellung wissenschaftlich basiert anzunähern. Wir dürfen und wollen uns nicht treiben lassen, weder von denjenigen, die am liebsten ihre Augen vor Problemen verschließen wollen, noch von denen, die ihren Eifer über das Ziel hinausschießen lassen. Genauso wenig dürfen wir uns aber aus der Diskussion heraushalten. Denn als Tierärzte mit einer fundierten Ausbildung zur Tiergesundheit können wir nicht ignorieren, dass die Zucht auf Leistung mit unbeabsichtigten Nebenwirkungen einhergeht, die die Gesundheit unserer Landwirtschaft und Nutztiere zum Teil massiv beeinträchtigt. Ich bin der Ansicht, dass der AG sehr gut gelungen ist, hier die Balance zu halten und sie in ihrem Auftrag eine Bewertung der Zuchtziele und der Tierschutzaspekten für die Milchkühe gut erfüllt hat. Jetzt startet Diskussion um mögliche Lösungswege. Diese müssen gemeinsam mit den Branchenbeteiligten gefunden werden. Ich freue mich, dass bereits ein sehr konstruktives Gespräch mit der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde stattgefunden hat. Das war das, was ich gestern Abend sagte mit dem Kollegen Hasenfusch. Obwohl wir wirklich Differenzen zu Anfang hatten, ist er trotzdem gekommen, hat sich der Sache gestellt und ich finde es also gut so.